This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, Rolladex hier. Heute die wichtigste Lektion, die ich in meinem Leben gelernt habe. Und zwar, bei mir war es so, dass ich immer gut sein wollte oder immer was Gutes machen wollte oder mich an vielem im Äußeren gestört habe oder irgendwie die Welt verbessern oder so. Oder ich wollte, was weiß ich, mein Plan wäre gewesen, so Militär abschaffen, kein Fleisch mehr essen und also Dinge im Äußeren halt. Und die wichtigste Lektion, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, mich selbst zu ändern. Nicht im Äußeren suchen. Das Äußere wird folgen, wenn du dein Inneres änderst. Ich versuche nicht mehr, irgendjemandem meine Meinung aufzudrücken. Wenn jemand sagt, hey, nee, halte ich für einen Quatsch, ja, nee, gut, deine Meinung ist mir völlig wurscht, was andere Leute über mich denken. Völlig egal. Soll es gut oder schlecht sein, es ist nicht, es beeinflusst mich nicht. Und die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist, mich selbst zu verändern, auf mich selber zu schauen und nicht probieren, die Welt irgendwo im Äußeren zu ändern. Sei es, sich darüber aufzuregen, dass jemand anderes Fleisch isst. Sei es, sich darüber aufzuregen, dass jemand anderes irgendwie ständig überall seinen Müll hinschmeißt. Sei es, sich über Flüchtlinge aufzuregen, das heißt, sich über Krieg aufzuregen. Ich lebe jetzt selber einfach mein Ding. Das war die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, mich selber zu verändern. Und der Rest verändert sich automatisch. Wenn die Leute merken, dass du es einfach nur für dich machst, die Leute ändern sich meistens dann trotzdem. Wenn sie sich mit dir umgeben oder so, ganz automatisch. Und das ist gar nicht meine Absicht. Mir ist völlig wurscht. Ich zeige nur noch, mir geht's so mit dem, was ich mache. Und wenn ich mich selber verändere. Telefon. Kurze Unterbrechung. Mir geht's mit dem, was ich in meinem Leben ändere, einfach immer besser. Und mir ist es egal, was die anderen Leute außenrum machen. Ich achte nur darauf, dass ich die Fehler nicht mache und zeige nicht mit dem Finger auf andere Leute. Wenn man mit dem Finger auf andere Leute zeigt, zeigen meistens drei Finger auf einen selber zurück. Immer erstmal an die eigene Nase fassen. Vor der eigenen Haustür kehren. Und ja, Glück findet man nicht in irgendeinem äußeren Ding. Glück findest du in dir. Wenn du dich selber änderst, wirst du glücklich. Aber du musst halt was dafür tun. Deswegen ist es immer leicht, ins Äußere zu projizieren, zu sagen, hey, die Politiker sind schuld, die machen ja nur Quatsch, die Politiker, die Regierungen, alle möglichen Leute, irgendwelche Autoritäten. Ach, da gibt's ja, die Leute schimpfen ja auf alles. Der eine findet, dass das der Schlüssel zum Glück ist. Wenn nur alle Politiker die Wahrheit sagen würden, dann wird die Welt anders ausschauen und die meisten Leute belügen sich selber. Die Politiker sind doch nur ein Spiegel für das, wie die Bevölkerung ist. So wie die Politiker sich verhalten, so verhalten sich die Leute auch.
scheinheilig. Nach außen hin irgendwie meinen, es wäre toll, wir machen da was für die Umwelt und so. Aber sich dann wieder irgendwie an der nächsten Ecke mit einer fetten Plastikverpackung was zu essen kaufen. Sich 10 Plastiktüten im Supermarkt mitnehmen. Ja, man kann aus sich mal selber einen Stoffbeutel mitnehmen. Und das sind so die Dinge. Und ich ändere mich einfach nur noch selber, fertig. Der Rest ist mir egal. Die Leute, wenn sie einen sehen, machen, ändern sich auch irgendwann. Es ist automatisch so Resonanz. Man sieht's ja, du gehst irgendwo hin, stehst an einer roten Ampel zum Beispiel oder so. Dann kommt einer, läuft drüber, ne? Dann zögern die Leute schon, dann geht er auch drüber oder so. Und dann gehen einfach alle über die rote Ampel. Viele laufen einfach nur der Masse danach. Ändert euch selber und dann ändern die anderen in euer Umfeld sich auch. Wenn euer Umfeld sich ändert, beeinflusst das wieder das Umfeld. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Man muss nirgends im Äußeren suchen und meinen, die Bevölkerung müsste sich ändern. Die Schwarzen sind schuld daran. Der Islam ist daran schuld. Die Türken sind daran schuld. Jeder muss sich selber ändern und fertig. Schaut auf euch selber. Das war die wichtigste Lektion in meinem Leben. Mich selbst zu verändern. Und das Außen folgt. Aber umgekehrt funktioniert es nie. Es funktioniert nicht, was im Außen zu verändern. Politiker und so weiter. Das ist keine wirklich nachhaltige Lösung. Wahrer Wandel muss von innen kommen. Das hat der Dalai Lama auch gesagt. Wahre Veränderung kommt von innen. Und das war die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist, mich zu verändern. Und der Rest wird sich vielleicht auch irgendwann verändern. Wenn sie wollen. Aber es kommt meistens ganz automatisch. Mir ist es egal. Macht's gut, Leute. Peace.